Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Breath of the Wild. Jetzt hat der Regen aufgehört und ein kleines Manöver, um versuchen irgendwie wieder in Arnolberg vielleicht hochzukommen oder überhaupt irgendwie voranzukommen. Ich hoffe, die Ausdauer reicht für die Wand. Felsvorsprung. Muss nur noch alles klappen. Genügend Zeit haben wir. Okay, eigentlich nicht so sehr, denn die Hälfte von der Wolkenphase ist gerade erreicht. Und in jeder unüberlegte Schritt ist leider sehr gefährlich. Das war's. Leider. Mist. Das kann. Wie ist Link aufgekommen? Ah. Eben einen neuen Versuch da irgendwie einen anderen Weg finden. Meine Erinnerung sagt mir ja, bei den Bergen gibt es ja drei Schreine. Einmal auf den Spitzen des jeweiligen und einmal irgendwie in einem Zwischengang. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt eine schöne Zeit erreicht. Oder? Ah, ne, wir sind gerade hier. Bevor es alles angefangen hatte. Da ist ja der ältere Ivarok. Und er ist wach geworden. Ivarok, der Ältere. Erneut. Irgendwann sind die Ivaroks dran. Der arme Vogel. Grillgeflügel. Leider geht dieses Auto immer so schnell weg. Da unten in dem Wald ist vielleicht eine Erholungsart. Schon mal Äpfelkisten und andere Sachen. Holz, noch mal Geflügel, Kochstelle. Auf jeden Fall ist hier genügend da. Wir sind mal so nett und opfern einen Apfel an die Göttin. Diese Steuerung. Ja. Na toll. Dafür gibt es auch Crocs? Doofe Geschichte. Wie soll man denn sonst an alle bekommen? Und es gibt hier draußen auch noch Crocs? Stimmt ja. Dafür nehmen wir jetzt die Äpfel auch noch mit und Frostkraut. Frostiges Kraut. Na toll, diese Viecher. Wer hat die eingeladen? Ich nicht. Und hier kann man sich merken, dass da ein Krog und eine Kochstelle ist. Man kommt immer näher den Schrein. Und oben ist irgendwie ein Vogelschwarm. Aber der Weg ist extrem steil auf den Berg. Vielleicht erhöhe ich beim nächsten Mal Links Ausdauer. Oder gehe weiter auf Herzen. Schwere Entscheidung. Auf jeden Fall ist da oben der Schrein. Oder sagt ein Schrein und nicht der Schrein.
Und noch ein Krog. Wie wir diese Viecher ja alle langsam nicht mehr mögen. Ja, schön. Autsch. Okay, da oben ist einer. Und der andere, der muss, glaube ich, gerade vielleicht unter den links Füßen sein. Paar Steine. Das war ein bisschen zu doll, viel Kraft, wie es scheint, und der falsche Flugwinkel. Diese Steine gehen langsam ein auf die Nerven. Können die nicht einfach cool rund sein und nicht so viele Ecken und Kanten haben? Oder einfach oder auch so rutschen? Jetzt rollt er. Rollt links und geradezu aus. Tor zu, aber er kriegt's noch. Und dafür gibt es natürlich auch noch einen Krog. Was soll man sonst mit denen machen? Schon 15 von den Kernen. Schönen Kernen. Samen. Und da ist auch der Schrein. Der eine ist da oben, der andere ist da unten. Nur die Frage, wie man da hochkommt, so einfach. Fast geschafft. Nur noch ein paar einzelne Schritte. Du hast es fast geschafft. Der Shibi-Niyasu-Schrein. Und schnell mal erkunden und vielleicht auch jetzt schnell auch noch, vielleicht die Aufgabe auch schnell, man kriegt sehr schnell die ja, die Belohnung. Ich habe gerade vergessen, wie man nennt. Ja. Wenn ich schnell rede, vergesse ich irgendwie immer die Sachen. Doppelte Erinnerung. Zwei Schreine sind einander verbunden. Doch vor Beginn prägt sonst lässt ratlos zu den Schreien. Mhm. Also ist der mit dem anderen Schrein identisch. Okay, gleich mal notieren die ganzen Sachen. Okay. Also da oben eigentlich ein schönes, einfaches Muster. Das heißt jetzt irgendwie noch den anderen schnell finden. Zum Glück kann man sich ja immer zu den Schreien jetzt teleportieren, wenn die aktiviert wurden. Und da ist eine Truhe mit
einer Lanze. Was kann man denn entfernen? Die Fackel ist sowieso bald kaputt. Und da ist die Sander-Lanze wieder. Bockblind sind Eisfresser, ernähren sich nicht nur von Fisch und Fleisch, sondern auch Obst und Gemüse. Stehen auf ihrer Speiseplan. Was soll mir dieser Tipp sagen? So, das heißt, ich soll die füttern? Also, was nützt mir das? Sollen die dann keinen mehr Hunger mehr auf mich haben? Ja. Ein kleiner Felsvorsprung und vielleicht schafft man so auch ganz gut wieder hoch. Immer schön langsam agieren, nicht zu schnell vorhastig. Man sollte irgendwas wirklich erfinden, damit Link schneller irgendwie Leitern oder irgendwas anderes hochkommt. Man könnte ja wirklich ein 20-Minuten-Part über manche so welche Sachen einfach wirklich machen. Man hat nicht das schafft. Vielleicht nicht mal die Hälfte geschafft, dann. Aber wo geht's denn nun weiter? Schwierig. Dann hat es wohl wieder auf natürlichen, auf normalen Weg wieder irgendwie hochkommen. Doof gelaufen. Mal sehen, gibt es noch irgendwo einen einfachen Weg hoch? Lass mal wieder den Teamwork abschießen. Und der ist tot. Und er lässt Grillfleisch. Gegrilltes Wild. Bestimmt wieder ein Ivarok, aber diesmal ein jüngerer. Kann man sich bestimmt denken, oder... Nee, ich glaube eher nicht. Da ist auch wieder ein anderer großer Stein. Ich glaube, es sollen normale Steine sein, einfach nur... sind einfach nur stinknormale Steine. Und hier sind einmal wieder diese nervigen Schleimgegner. Ja, und diese... Dieses Schleimgelee ist auch sehr empfindlich, wie es scheint. Man kommt schön schnell hoch. Ist doch nicht so schwer, wie man es dachte. Und da ist wieder eine schöne Ziege. So, die nicht gleich wieder runterläuft. Und da ist es umgefallen. Und normales drin. Normales Wildfleisch. Nein, ihr habt euch nicht irgendwie... ja.
Wo ist los? Nee. Irgendwie dahin ist irgendwie Strand. Oder vielleicht irgendwie was anderes. Dahin sieht aus wie ein Turm, ein anderer. Man kann wirklich sehr viel erkennen durch bei hohen Stellen, Orten. Und da oben ist nochmal irgendwas zum Beten, Opfergaben geben. Wie sinnvoll das ja ist. Und da oben ist auch schon der Schrein. Und ein Apfel opfern. Ernsthaft? Genau daneben. Und rein. Gut. Ist der Krog nun zufrieden? Da kam die Antwort. Er sagte ja, er ist zufrieden. Ich nicht. Dafür nehme ich auch wieder die Äpfel mit. Dann ist wieder irgendeiner Schrein versteckt. Da unten. Wasserfall. Das ist eine sehr große Welt. Aber auf jeden Fall erstmal den Schrein machen. Der Schiebe Niro. Schiebe Niro Schrein. Okay. Ich hoffe, das ist auch der Schrein, der mit dem anderen zusammenhängt. Wenn nicht, heißt es erstmal die Information aufbewahren, bis man dann eigentlich diesen einen Schrein findet. Kann ja nicht nur einige Parts dauern. Und nun liegt der richtige. Okay, Information aufgeschrieben und die Lösung für den ersten war ja, in der ersten Reihe muss ja der Stein an der zweiten obersten Stelle sein und wie im anderen war auch bestimmt hier auch wieder, ja, was versteckt, wieder irgendwas, was kein Platz da ist, was diesmal wegwerfen. Ein Arm, ja, der Arm ist mir leicht zu gruselig, der bewegt sich ja noch. In der Reihe muss er jetzt ganz kommen. Also in der. Da muss in der ersten Reihe muss er der Stein an die zweitoberste Stelle. Und die folgt. Wo hatte ich ja jetzt erstmal den doofen Zettel hingelegt gehabt? Ach hier, wie gesagt, Orientierung verloren. Der erste Teil muss ja an der zweitobersten Stelle sein. In der zweiten Reihe war ja die an zwei Stellen, der unterste sowie der dritte. In der dritten Reihe war gar kein Stein geblieben. Dafür wurde der Stein hierhin verschleppt. Und hier
an die Krone oben. An die Krone oben. Und gelöst. Und da ist auch schon die irgendwie leicht weit aus. Wir sollen nicht zu verzeihen, die Walter ja auch schon seit Äonen von Jahren. Kann ja passieren, dass die einschlafen oder leicht müde aussehen. Das heißt, wir haben jetzt die Infos zu dem Einschreien und zum anderen haben wir auch. Da drüben ist er auch schon gleich. Und noch gut hinbekommen. Die Abfolge hier waren auch, ja, habe ich auch aufgeschrieben. Wie gesagt, kann ich jetzt mal schneller laden. Hier war es ja in der ersten Reihe an der dritten Stelle. In der zweiten Reihe war es ganz oben. In der dritten Reihe war es die Nummer 2. Wo ich wusste, ich habe irgendwo fast eine Kugel vergessen. In der vierten Reihe war es auf Platz Nummer 4. Und hier war es am Fuße. In den Füßen gewesen. Und auf zur Schickerin. Kriegen bei ihr auch unser nächstes Zeichen der Bewährung? Keine Ahnung, hab wieder vergessen, wie man die richtig nennt. Hab gerade nur geraten. Und ja, wir haben die Prüfung bestanden und sind durch die Zeichen der Bewährung. Ja. Hiermit endet auch schon der Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt schönes Wetter. Habt auch einen schönen Tag, wie gesagt. Und genießt einfach den Spaß an Videospielen.